Weil da hat einer so viel von dem Wie richtig, macht aber nicht das Was richtig. Der macht alles richtig fürs falsche Ziel. Der klettert ganz schnell die Leiter hoch, aber die lehnt an der falschen Mauer. Es gibt 4 Möglichkeiten zu arbeiten, und wenn Sie das jetzt mal als Selbstcheck nehmen. 4 Möglichkeiten zu arbeiten, die ergeben sich aus 2 ganz einfachen Worten. Was tun wir und wie tun wir es? Also was und wie. Mehr ist es gar nicht. Was und wie. Und dann können wir einfach überlegen, daraus ergeben sich zwangsläufig dann 4 Möglichkeiten rein mathematisch. Was hat damit zu tun, ob wir wirklich die Dinge tun, die unseren Stärken entsprechen? Etwas, das wir lieben, also an dem wir Spaß haben und das auch noch Nutzen bringt. Wenn wir das haben, dann ist das Was perfekt. Das haben wir im Mut zum Glücklichsein, hat jeder die Möglichkeit, das klar für sich herauszuarbeiten. Was, das Was. Und das Wie, da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder mit hohem Selbstbewusstsein, dann habe ich eine gute TAM, eine gute tägliche Arbeitsmethodik, oder ich werde an irgendeiner Stelle immer wieder aufgehalten durch Angst, Schuld, Selbstzweifel. Schauen wir uns die 4 Dinge an und überlegen Sie mal, ob Sie sich da irgendwo sehen. Also das Was ist immer das richtige Ziel und das Wie ist dann die TAM. Die erste Möglichkeit ist, okay, haben Sie gleich alle, kein Überraschungseffekt, ich mache das Falsche und ich mache es auf die falsche Art und Weise. Die Leute sind heute nicht hier. Also der das Falsche auf die falsche Weise macht, der kommt auch nicht zum Seminar. Das ist, da lege ich mich fest. Das Zweite, das kann schon den einen oder anderen von uns treffen. Wir machen nicht das Richtige, also das Falsche, aber wir tun es auf die richtige Weise. Das heißt, wir sind diszipliniert, wir haben eine gewisse TAM, wir machen das. Aber es ist nicht das, was uns entspricht. Und das ist jemand, der auf Dauer ganz einfach sehr viel Energie und Zeit vergeudet, möglicherweise sein ganzes Leben, nie zu der richtigen Erfüllung kommt. Für mich eine Tragödie. Weil da hat einer so viel von dem Wie richtig, macht aber nicht das Was richtig. Der macht alles richtig fürs falsche Ziel. Der klettert ganz schnell die Leiter hoch, aber die lehnt an der falschen Mauer. 3. Möglichkeit, auch das kann wieder den einen oder anderen treffen. Wir haben zwar das richtige Ziel, aber nicht das richtige Wie. Wir arbeiten nicht mit der richtigen Art und Weise, richtigen Einstellung, haben also nicht diese TAM, nicht diese 10 Bohnen, arbeiten nicht wie der Seemann. Erkennen Sie, wo Sie für sich stehen? Und dann gibt es natürlich die 4. Möglichkeit, und das ist die Erfüllung. Wir machen das Richtige auf die richtige Weise, was nicht heißt, dass da nicht ständig Fehler passieren. Wir haben oft genug darüber gesprochen in dem Seminar, gar kein Problem. Wenn wir das Richtige machen auf die richtige Weise, wird es immer in irgendeiner Form großartig. Ist das nicht eine sehr hohe Erwartung? Zu sagen, ich mache das Richtige, nichts anderes reicht mir in meinem Leben. Ich mache das Richtige und das auch noch auf die richtige Weise. Ich glaube, das Leben ist zu kurz, um das Falsche zu machen. Und ich glaube auch, das Leben ist zu kurz, um es nicht auf die richtige Weise zu machen. Ich glaube, dass das einfach die Formel ist für ein würdiges Leben, wenn ich eine Persönlichkeit aufbauen will, diesen Donut. Dass ich den Ring baue, diese Persönlichkeit aufbaue, dass ich dann das Richtige tue. Sie erinnern sich, wir werden eine Persönlichkeit durch unser Werk, dass ich das Richtige tue, auf die richtige Weise. Wie die richtige Weise ist, besprechen wir heute Nachmittag noch, damit wir da noch richtig reingehen. Und Sie werden überrascht sein. Ich glaube, das werden Sie nicht vermuten, was das ist. Es jammern so viele über Ungerechtigkeit. Kennen Sie Menschen, die über Ungerechtigkeit jammern in ihrem Leben? Wer kennt die? Oh, nette Gesprächspartner, stimmt's? Naja, aber sehen Sie, die müssen sich gar nicht beschweren. Wir säen alle. Die haben das gesät. Weil wenn ich nicht das Richtige sähe, kann ich nicht erwarten, wenn ich das Falsche sähe, kann ich nicht erwarten, dass das Richtige als Saat aufgeht. Wie soll das passieren? Also diesen Mut zum Ziel, zur Verpflichtung, zur TAM, den muss ich schon aufbringen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich weiß, wie schwer das bei mir war damals. Ich kann deswegen gut mitempfinden, wie es bei dem einen oder anderen aussieht.
Fazit: Wir können alles erreichen, wenn wir das Richtige für uns Richtige tun. Geht nicht um andere. Für uns das Richtige tun auf die richtige Weise. Ziel, Verpflichtung, Tam. Zum To-Do zwei Vorschläge. Da sind sie. Führen Sie morgens Ihren Chancenplan, Sie werden immer wieder an Ihr Ziel, an Ihre Verpflichtung, an Ihre TAM erinnert. Es geht gar nicht anders. Und führen Sie ein Erfolgsjournal, in dem Sie Ihre Erfolge notieren. Das klingt ein bisschen blöd, muss auch kein anderer sehen. Tun Sie es einfach. Denn wenn Sie wachsen, werden Sie neue Aufgaben bekommen. Und diese neuen Aufgaben, die werden Sie nicht schaffen, wenn Sie nicht ein höheres Selbstbewusstsein bekommen haben vorher. Wir brauchen immer das Selbstbewusstsein, es muss mitwachsen. Sonst werden wir stehen bleiben, obwohl wir wachsen könnten, weil unser Selbstbewusstsein uns zurückhält. Das ist eine Tragödie.